Das ist eine unglaubliche Geschichte über 350 Jahre, die Aufs und Abs der hamburgischen Wirtschaftsgeschichte. 10 Regierungsformen, 9 Währungen, 7 Kriege, um das in kurzen Worten zu sagen, die diese Kammer in ihrer Lebenszeit erlebt hat. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind nicht minder. Also der Versuch, eine sehr komplexe Geschichte auf 256 Seiten zu bringen. Meine Damen und Herren, vielleicht hatte der ein oder andere auch schon die Möglichkeit, in das Buch, in diese Chronik zu schauen. Es sind sehr viele wunderbare Bilder da drin und ich sage mal, Bilder sagen ja häufig mehr als 1000 Worte. Vor 350 Jahren war eine Seefahrt nach Hamburg ziemlich unlustig. Korsaren überfallen immer wieder Hamburger Handelsschiffe und versklaven die Seeleute. Der Rat, Vorläufer des heutigen Senats, reagiert hilflos und den Kaufleuten reißt schließlich die Geduld. Nun, die Kammer wurde ja gegründet aus dem Kampf heraus gegen die Piraten. Ihr erster Auftrag war es, 4 Kriegsschiffe zu bauen. Das hat man sehr erfolgreich getan und nach 20 Jahren die Piraten besiegt. Die Kammer blieb aber, kämpfte aber nicht mehr mit den Piraten, sondern wechselte die Zielgruppe, die fing auch mit P an. Das sind die Politiker, die eben auch an das Geld der Bürger heran wollen. Wir kämpfen also nicht mehr mit Kanonen auf Piraten, sondern in Form von Stellungnahmen, von Papieren, öffentlichen Reden. Insofern hat sich das Aufgabenprofil zwar geändert, aber im Kern doch erhalten. Mein persönliches Highlight ist, dass es uns gelungen ist, vieles über den ersten Präses der Handelskammer, Michael Heusch, herauszubekommen, dessen Porträt gleich gezeigt wird. Der war vorher weitgehend unbekannt. Und wir haben sozusagen mit viel Glück, aber so ist das beim Recherchieren eben manchmal, herausgefunden, wo sein Porträt hängt, nämlich in Philadelphia. Und dass es von ihm bzw. seiner Familie um die 50 Briefe gibt, die er im Jahr vor der Gründung der Handelskammer seinem italienreisenden Sohn geschrieben hat. Und diese 50 Briefe werfen einfach ein tolles Licht auf eine hanseatische Kaufmannsfamilie. Man sieht, dass unsere Vorfahren vor sehr, sehr großen Herausforderungen immer wieder gestanden haben. Wenn ich heute in die Kammer komme, dann ziehe ich noch mehr als vorher den Hut vor denen, die diese Kammer aufgebaut haben.